sehen wollt, wie man solch leckere Schinken macht, dann schaut mal zu. Boah, lecker. So, ich habe jetzt hier 1,1 Kilogramm Schweineschinke, genau, Krustebraten. Und da habe ich was ausprobiert, deswegen sind da schon ein paar Körner dran. Ich möchte aber jetzt das nochmal neu machen. Kommen wir jetzt 35 Gramm Pökelsalz dran. Also ich bleibe so an der Grenze, 35 bis 40 Gramm kann man immer nehmen. Tun wir alles schön mit einreiben. Überall was ist. Auch an der Seite, hin und vorne. Natürlich auch auf der Schwade. Schön gleichmäßig einreibe. Salz gut verteile. Schwade ist jetzt ein bisschen ingeschnitten, aber es ist gar nicht so schlecht. Da kann das noch ein bisschen besser durchziehen. Ich habe es zwar nicht so gern, wenn es so eingeschnitten ist. So, da kommen jetzt Lorbeerblätter dran, Wacholderbeere, Koriander, Piment, Ingwer. Dann habe ich Pfeffer, Senfkörner sind noch dabei. Könnt ihr dran machen, was ihr möchtet. So, das Ganze tun wir jetzt in die Vakuumtüte. Ich habe das ein bisschen rumgelegt. Dann ist es einfacher zuzuschweißen. Es wird in den Nassbaum reinstecken. Und wenn es ja nass ist, wisst ihr ja, dann lässt sich nicht mehr gut zuschweißen. Deswegen habe ich es rumgelegt. So, jetzt haben wir hier ja noch ein paar Körner. Und da mache ich noch ein bisschen was dazu. Das reicht. So, jetzt tun wir das vakuumieren. So, da sehen wir mal, wie das Teil wird. Normal so ein Kilogramm Schinken kommt ungefähr für 10 Tage in den Kühlschrank. Und ich lasse den jetzt aber mindestens so lang liegen, bis es dann mal schön kalt wird. So, dann lege ich mal dann ins untere Fach hier. Da sind es ungefähr 7 Grad. Und da kann der mal liegen. Das ist jetzt mein gepökelter Schinke. Der wird jetzt ein bisschen abgewaschen, dass die Gewürze weg sind. Wird mit Küchenpapier trocken getupft. Und dann wird er in den Keller gehangen. Im Moment habe ich 19 Grad. Das ist eigentlich ganz gut zum Trocknen. Der braucht mindestens, ich sag mal, 4 Tage, bis er trocken ist. Und dann kommt ein Räucher oben und das Ergebnis zeige ich euch dann. So, wie gesagt, der wird jetzt ausgepackt. So sieht er nun aus schon. Sieht schon sehr lecker aus. Hier seht ihr auch schön die Brühe. Und schaut euch an, wird jetzt schön abgewaschen. Kaltes Wasser oder lauwarmes Wasser darf es auch sein. Das sieht immer schon gut aus. Ein bisschen was darf noch dran sein an die Gewürze. So, der wird jetzt mal schön trocken getupft. Und dann ist es super. Könnt ihr da auch mal dran riechen. Ich habe schon gerochen, er ist einwandfrei, ist jetzt so eine Art Schwarzwälder Schinke. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Schwarzwälder Schinke Gewürz dran gemacht, aber begeistert bin ich jetzt von dem Zeug nicht. Also es soll schön trocken sein und da wird er zum Durchbrennen 3 bis 4 Tage, also ich würde mal ausgehen 4 Tage, da wird er geräuchert. Ich mache da jetzt ein bisschen Wurstgarn dran, ich mache da immer so einen Knoten rein hier. Das hat der Grund, da gehe ich hier mit dem Messer rein in die Knote und dann lasse ich das ganz gut durchziehen. So, ein bisschen festbinde. Das ist schon alles. Soll gut fest sein, dass es beim Räuchern nicht runterfällt. Da oben mache ich auch gleich eine Schleife dran zum Aufhängen. So, jetzt habe ich ja hier noch ein bisschen Rollbratennetz. Das mache ich noch drüber. Das gibt dann einen schönen Halt noch für die Schinke und auch natürlich schöne Form. So. Ja, das kann man normal so zusammenziehen, aber
Ich mache jetzt hier schnell einen Knoten rein, ist mir lieber. So. So sieht es mal schon aus. Und dann verfrachten wir unseren Schinken hier rein. Das habe ich mir jetzt übrigens von Brasilien mitgebracht. Seht ihr, das geht wunderbar. So. So sieht's aus. Es gibt dann ganz leckerer Schinken. So tue ich ihn auch aufhängen. So, ich bin ja jetzt im Keller. So hänge ich ihn dann jetzt mal auf zum Durchbrennen. Jetzt kann er mal 3 Tage schön hängen. So, hallo Leute. Also so sieht er mal schon aus. Das Netz lasse ich drum. Die sind ja auch räucherbar. So kommt er jetzt rein. Ich habe mal schon ein bisschen Feuer gemacht. Das ist das Großkörnige. Das habe ich jetzt eben gerade da drin. Ja, das brennt halt zu stark. Da kann man dann Forelle mit räuchern oder sowas. Man macht das Räuchermehl hier rein. Und dann fängt das gleich an zu dampfen. So, wie ihr seht, ich habe die Schublade so ganz klein ein bisschen aufgelassen. Und es reicht. Ja, ihr werdet lachen über meinen Räucherofen. Aber ich glaube, wenn ihr das Ergebnis seht, und da werden wir nicht mehr lachen. Da kann man noch auseinanderstecken, man kann im Kofferraum legen, man kann mitnehmen zum Angeln. Ich angle ja auch. Und es ist halt ideal, das Ding. Meine Räucherofen ist schon wieder am Dampfen. Und das ist auch das Räuchermehl, das habe ich ja schon gezeigt. Für Heißrauch benutze ich das. Größere Größe. Und das ist das ganz feine, 0,1 bis 0,4. Damit tue ich kalt räuchern. 2 mal 6 Stunden geräuchert. Und könnt ihr mal sehen, wie klasse der jetzt schon aussieht. Hat jetzt 2 mal 6 Stunden, aber ich finde, der könnte noch ein bisschen Farbe kriegen. Und da lasse ich den nochmal 2 mal 6 Stunden durch den Rauchtisch. So sieht er aus. Und der wird jetzt nochmal ungefähr 3 mal 6 Stunden geräuchert. So, das ist alles. Nur noch warte, bis das gute Teil fertig ist. So sieht unser Schinken nun wieder aus. Möchte ich den auch mal rausholen. Also mir reicht die Farbe. Und das sollte jetzt auch schon ganz lecker sein. Allerdings muss man den jetzt noch ein paar Tage aufhängen, bis man da mal so richtig kosten kann davon. Ich habe hier auch noch eine Schnur vorher dran gemacht, da kann ich den jetzt auch aufhängen, wenn ich das möchte. Aber ich lege den jetzt weiterhin in den Kühlschrank, weil das ist zu warm noch. Hat eine tolle Farbe gekriegt, muss ich sagen. Man sieht auch schon das Muster ein bisschen vom Rollbratennetz. Könnt ihr ja sehen. Und wie gesagt, das war jetzt Kalt-Warm-Rauch. Nachts habe ich bestimmt unter 22 gehabt, aber jetzt gegen Abend war es ja noch ein bisschen warm. Aber wie gesagt, der ist toll geworden, finde ich. Und ja, ich möchte dann auch mal ein Stück anschneiden, wie er dann jetzt auch innen aussieht. So, dann schneide ich mal ein Stück weg. Ja, man sieht es, dass er gar nicht so kalt geräuchert ist, sondern ziemlich warm geräuchert. Das ist wirklich eine Delikatesse. Muss ich noch ein Stück wegschneiden. Das ist mein erster Schinken für dieses Jahr. Es ist wirklich ein Traum. Dann zeige ich euch mal. Also so sieht er dann von hinten aus. Das sieht man auch schön. Die Form vom Schinkennetz, was ich dann drüber hatte. Hier habe ich ja noch eine Schnur dran gemacht. Da kann ich dann noch aufhängen, wenn ich das möchte. So sieht er noch von vorne aus. Der erste Schinken für dieses Jahr ist wunderbar geworden. Ich hoffe, ihr abonniert mich mal, drückt alles, was ihr noch so drücken könnt.
auch mal das Glöckchen drücke, dann bekommt ihr automatisch meine neuen Videos. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich überlege mir mal wieder was ich als nächstes mache. Und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius Channel. Ciao, ciao.